Da sind wir wieder, liebe Freunde der guten, guten Unterhaltung. Sofern ich euch gut unterhalte, denn wir sind hier bei Xenoblade Chronicles und sollen jetzt für die Hauptaufgabe hier anscheinend ein paar Dexen platt machen und oh mein Gott, hab ich einen Bock darauf, diese Dexen hier zu massakrieren. Zack. Komm. Den hauen wir doch mal um. Einen ist mal selber hoch. So. Am Schwanken, aber erst wenn er umgeschmissen ist, kann ich eigentlich was machen, aber egal. Hau doch nicht aus meiner Reichweite ab. Danke. Geht doch. So, und das ist dann nur noch einer. Brutaler Cornelius. Na dann. Brutaler Cornelius, dann zeig mal, wie brutal du bist. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt geht's. Ich, Äther. Lass sie doch mal in Ruhe. So. Gegen physische Angriffe. Oh. Wieso ich? Und macht. Oh mein Gott, nein, da will ich gleich umklatschen. Oh oh. Komm. Mann, heil mich doch endlich hoch, du blöde Kuh. Oh nein. Auf wen hat das abgesehen? Oh nein, Ohnmacht. Ich hab ihm doch geholfen. Gut, sie konnte mal endlich heilen. Oh oh. Wir heilen sie mal hoch. Hat das wieder auf mich abgesehen? Ja, er hat es wieder auf mich abgesehen. Und wieder Ohnmacht. Oh oh. Kommt, Leute. Kommt, kommt, kommt. So. Komm, schön hochheilen. Okay, und diesmal kriegen wir dich. So. Schon wieder. Wen hat das diesmal vor zu töten? 2009, ey. Nein, die falsche Person. Oh, geschafft, ey. Genau, wir bleiben jetzt hier liegen und dann hat sich das, ne? Mission erfüllt. Gabe der alten Zeremonie. Wunderbar.
Puh, haben wir das geschafft. Das ist doch beruhigend. Techniken kann ich jetzt noch nicht weiter verbessern. Ich frage mich ja wirklich, wann ich hier endlich mal was verbessern kann, ne? Wann ich da endlich höher kann, weil aktuell sieht es ja nicht so aus. Als ob ich da irgendwas machen könnte. Talentbäume. Geht nichts zu verknüpfen. Das macht ja gar keinen Sinn. Sammel-Items haben wir auch nichts Neues, gehe ich mal davon aus. So wie ich es mir gedacht habe. Ach, verdammt, falsche Taste. Dann können wir mal dahin reisen. So, wir haben alles. Und jetzt? Untersuchen wir es einfach mal. Ernsthaft? Noch mal einer. Wow. Super. Komm. Oh gut, der kann nichts, der Satol-Wächter. Wow. Der hat gesessen. Bezauberung, Schild. Schmetterschlag. Oh. Wieso greifst du mich denn jetzt an? Chain Attack, okay. Warum muss er sich jetzt gerade gedreht haben? Das war... Das Feinde schwanken. ...4050. Warum konnte er nicht mit angreifen? Oh oh. Was kommt denn jetzt? Giftstich Ultra 3. Okay, gut. Kann ich mitleben? Warum bin ich jetzt doch tot? Aber wir hatten noch alle in den Schild. Das gibt's doch nicht. Oh, wieso greift er mich denn jetzt so doof an? Ach komm. Okay, ich muss sie wieder beleben. So, komm, wir heilen ihn wieder hoch. Boah, geschafft. Okay, die Logik dahinter muss man mir jetzt mal erklären. Wie das funktioniert, dass da halt ein Gegner entsprechend eine Treppe nach oben macht, aber erstmal egal. Wir haben es geschafft, ne? Das ist jetzt erstmal das Wichtige.
Und das sind auch noch schwebende Treppenstufen. The lift don't work. Looks like it's been broken for a while. We'll have to find another way up. Another way? You don't mean climb up there? We may have to. Come on, you can't be serious. Why'd someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Ja, klettern wir, ne? Und hundertprozentig sind hier die Stellen zum Klettern. So. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass man so viel klettern muss, weil, ja, wer nach oben geguckt hat vorher, der weiß, das ist ein ganz schöner Weg nach da oben. Ich glaube ja, da lang müssen wir. Ja, Alley-oop. Dann kommt hier wahrscheinlich der nächste Weg zum Klettern. Dann ließ sich mal nicht so beschweren. So viel ist das gar nicht zu klettern. Hier ist das nächste zum Klettern. Und dabei sammeln wir echt sau viel ein. Da darf ich sogar rüber. Da kann ich rüberspringen, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwo hochklettern kann. Aber Truhe für die Items. Ja, für die Items mag das vielleicht sein, aber... Giftkürbis. Ich weiß echt noch nicht, ob ich jetzt das letzte Itemstück da oder das letzte Teil für die Kollektion bekommen habe. Und da oben schwebt auch noch ein Gegner. Der da. Wer ist denn da gerade runtergefallen? Wahrscheinlich dann Ben, weil der nur mit einem Arm klettern kann. Gut, ne, hier müssen wir außen rum. Ich glaube, es hätte jetzt nicht gebracht, da irgendwie so lang zu laufen. Ja, dann sieht man nichts vom Klettern. Okay, gut, dann war sie das. Moment. Jetzt gucken wir erstmal hier. Okay, da ist wahrscheinlich wieder nichts. Das ist also hier hoch. So. Summkohl. Rein. Ready to go, Shulk? Yeah. But just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword. But... I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban. You fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself? Never lying down, never giving up. That's our pride and strength as Hons. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer. Erstmal hier noch den Aufzug angucken. Und guckt euch das mal an.
Sieht das nicht episch aus? Klar, da hinten ist es ein bisschen nebelig. Das macht man absichtlich, damit dann halt die Performance nicht einbricht. Aber wow. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, wäre ich hundertprozentig instant tot. So, was erwartet uns jetzt auf der anderen Seite? Das erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.